Willkommen in. Wir spielen Black and White. Ja. Guck dir mal an, wie sich ihr in den Arm hält, ne? Das sind irgendwie Kleinigkeiten, ne? Ja, vor allem das Handgelenk. Ja. Weich, Und ey. jetzt ist der Bogen wieder ohne Probleme, ne? Ja. Da Sicher, rein. dass wir hier lang müssen? Da gibt's was Leuchtendes im Geocache. Ja, da müssen wir lang. Okay. Da sind Eier. Ganz rechts im Bild. Vermutlich musst du da ranlaufen. Aber ich habe keine Verschießprobleme. Okay. Das hat gut geklappt. Davon müssen wir wie viel? Fünf. Ich habe jetzt auf 15 gedacht. Ich Nee. habe schon leicht an. Gestohlen, das hört sich so böse an. Kurzzeitig entwendet von den Eltern. Ja? Ausgeliehen. Folded and unfolded repeatedly. He never returned home. This island has taken so many lives. Ja. Das tut mir so leid. Nicht halt mich. Bevor du da jetzt wieder hochfällst, kannst du mal gucken, ob auf der anderen Seite vom Wasserfall noch was ist. Ich wollte da jetzt drüber. Na, weil hier geht's ja nicht weiter, oder? Vielleicht kannst du da hinten am Wasserfall gucken. Ist das da wieder irgendwas? Wenn ich das erste Mal. Ich glaube in dem Spiel schon, oder? Haben wir nicht letztens am Wasserfall Geotech außerhalb verfolgen können? Ja, das war kein Wasserfall, das war so ein kleiner Bach. Wasserfällchen, ja. Genau. Gut, aber hast du natürlich recht. Dann lauf lang, wo du magst. Ja. Ich habe jetzt auch mal auf die Uhr geguckt, ich weiß genau, wie lange wir spielen können. Gut. Ich nehme. Bis 9:50 Uhr in etwa. Ja, 9:50 Uhr. 10 vor 10. Da sind wir nochmal, ja. Ja. Langsam ist uns aber ein bisschen unnötig geworden, ne? War noch schon mal 30 drin, so eine Piste, ne? Ja, genau. Ich muss hier nicht hoch. Nö. Nicht. Verboten. Du hast dich gerade verbrannt. Ja, schon wieder. Ja. Vielleicht musst du mal rumlaufen, dann kannst du auch hochklettern. Musst du mal Y1 drücken. Y werde ich. Ne. Gut, dann wohl nicht. Okay. Man kann ja nicht alles haben. Und den Eiern finde ich echt nicht in Ordnung. Dass sie nicht angezeigt werden oder dass sie nee, so doof versteckt sind? Nein, das wie die klauen. Da kommst du so nicht rüber, glaube ich. Da kommst du so nicht rüber, glaube ich. Weißt du, jetzt, wo du es erst recht gesagt hast, nicht? Du könntest hoch und dich da runterfallen lassen. Kommst du hier rum? Du brauchst einen Punkt, um dich festzuhalten. Hast du ja nicht, einen Enterhakenpunkt. Na, das hier? Nee, das ist ja keine weiße Säule. Was ist es dann? Das ist, da kannst du das Seil festbinden und du brauchst zum weißen Ausgangspunkt zum Loslegen. War schon immer so, also ich meine, das macht jetzt spielmechanisch nicht so viel Sinn, aber. Ati! Jetzt kannst du dich hier vorne vorsichtig runterfallen lassen, an der anderen weißen Säule. Nicht da. Hier sind die Eier nicht gewesen. Das sind nicht die Eier, die. Ja, warum lässt sie sich mal nicht fallen? Eh. Aber dafür muss sie erstmal rampen. Aber trotzdem.
Siehst du? Ganz ohne Probleme. Sogar wieder hoch. Boah, das ist so verwinkelt hier. Jetzt kommst du da ganz hoch, ne? Mhm. Wir spannen hier wirklich ein Netz. Ja. Ich fühle mich fast schon wie eine Spinne. Spider-Man, Spider-Lara. Aber mit Simpsons kannst du ja nicht. So langsam wird es später, ne? Man merkt es. Munition und sonst was? Wir sind jetzt hier aber nicht nur wegen Munition hochgekommen, oder? Doch. Bist du dann? Weiter Richtung? Nein, die Vase ist unzerstörbar. Ah, kann ich da rüber? Da hinten oben. Da. Ja. Ah, da waren wir doch schon, ne? Nee. Ich dachte, weil wir da oben waren, dass wir da jetzt runter sind. Aber du hast recht, wir sind ja hier runter. Wir waren nur bei dem Nest da. Stimmt. So kompliziert hier alles. Geht ihr noch durch? Und wenn nicht, kriegen wir es hin. Richtig. Irgendwann in 2 Monaten oder so. Wenn dann die Folge ausgestrahlt wird. Ja, und direkt bis zum Tagebuch. Ja, ich mach's. Ich mach's so ein Zuschauer nicht einfach. Und jetzt musst du da. Nein, nein, nicht laufen. Da. Das ist jetzt bestimmt tot. Ja, das ist aber nicht rot. Ist zu weit weg. So, dann musst du, dann gehst du nochmal darüber. Achso. Wir müssen hier sowieso nochmal lang, weil wir haben trotzdem noch die Hälfte vergessen. Nicht ganz die Hälfte. Wir machen das jetzt nicht. 15? Jo, das. Nee. Die Geopads zu suchen ist selbst nicht anstrengend. Ja gut, jetzt sind sie markiert. Ja, es ist aber trotzdem immer diese krummelige Arbeit. Ja. Schlimmer finde ich halt die Sachen nicht angezeigt dann. Nur ja. Also in dem Fall die Eier. Weiße Säule. Hier bin ich es schon ganz oh, schön. Oh, da sind Eier. Ja. Ich habe schon fast gedacht. Ja. Weil ich habe auf deiner Seite nämlich schon das Peter-Ding gesehen. Da siehst du. Ja. Ich hätte eher gedacht, dass es von der anderen Seite ist. Das ist ja falsch, um das jetzt noch mal zu sehen. Ja. Ich will nur noch umgucken, ob da. Jetzt läuft's alleine jetzt. Beste Haare ever. Ich finde es echt super gemacht, wie die Haare halt wirklich so schön dynamisch und einzeln auch angezeigt werden, ne? Sieht echt gut aus, aber hätten sie das nicht irgendwie mit ein bisschen mehr Kollisionsmodell machen können? Irgendwie, wo ihr Körper ist, dass da keine Haare durchgehen können? Kamera! Was machst du da eigentlich? Ich habe vorhin Eier gesehen. Ich habe keine gesehen. Aber ich würde nicht widersprechen. Du kannst die beiden Lampen hier anzünden. Ja, aber warum? Zählen aber nicht. Nee. Die wurden auch schon nicht gezählt? Ja. Hab ich dir auch noch gesagt. Entschuldige, habe ich nicht gehört. Glaubst du, hast das hier einfach nur gesehen? Keine Eier. Ja, hast du definitiv recht. Vermutlich waren jetzt doch Eier und die Zuschauer sitzen alle da vorne und im Nein, du hast sie doch schon gesehen, du Spacken! Ich habe die Maschinenpistole rausgeholt. Mhm.
Achtung, du könntest jetzt runterrutschen. Hey Lara, Roth told us about the plane. Don't worry, there's gotta be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? Yeah, we tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably sightseeing. You're a terrible liar, Alex. You have to be careful in there. Good luck. Schade. Wie einfach mal fast so eine komplette Zeit damit verschwenden, das Wild zu töten. Ja. Ja, okay. Werde ich halt vom Jäger zum Sammler. Ja. Ich greife keine Hasen an, du bist ernst. Sicherheit. La, 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 la. Ich habe ein Lager gefunden. Ah, jetzt können wir unseren Kalaschnikow noch aufrüsten. Das andere. Das wollte man, genau. Genau. Die ist aber schon ordentlich gebaut, ne? Ja. Also ich finde es auch schön, dass die Upgrades dann wirklich irgendwie sich am Modell nieder. Nee, lassen. I can't do that now. Ist die Frage. Hallo? Achso, wenn sie die Fackel. Ah! Wenn sie die Fackel hat, kann man wirklich auch nur die Hand selber benutzen. Ja. Kann sie die Kanone nicht in einer Hand halten? Du magst manchmal meine Kommentare, ne? Ja, ach, ich mache ja genauso Kommentare von daher. Aber jetzt werden sie ganz schön geizig, ne? Mit den Truhen. Ja, brauchen ja kaum noch welche. Ja, aber wir kriegen ja auch kaum welche. Hört mich jetzt nicht so. Als wenn ich nachher irgendwas kriege, was ich aufrüsten möchte und es dann gar nichts mehr kommt. Was ich jetzt reinsetze. Naja. Wie sie halt auch immer noch das analysiert alles, ne? Ja. Das ist halt die gute Lara Croft, wie wir sie kennen. Die. Ja. Das sieht auch nicht so aus, als könntest du so eine Ratte töten. Ja. Indem du 20 cm über dem Boden herumfuchtelst. Ne, Krieger. Ich wollte nur den Gegnern, die jetzt gleich kommen, ein bisschen Warnung geben. Himiko? Der war gut, der letzte. Hervorragend. Ich muss es ja wieder wegmachen für die Schüsse davor. Komm, jetzt wieder weg. Okay. Incredible. Ja. Captain Jessup? Ich glaube nicht, dass der noch lebt. Ich finde es aber auch sehr aussagekräftig, dass hier nur noch Ratten und Krähen sind. Mhm. Captain Jessup? Er ist es nicht. Er ist schon zu lange tot. Ich habe so eine Vermutung, was passieren wird, wenn du jetzt über die Brücke gehen willst. Ja, probier's. Oh mein Gott!
Das hätte ich nicht vermutet. Ich hätte gedacht, dass sie einstürzt. Wenn nicht gesprengt wird. Ja. Aha. But you're just as naive and predictable. Kill her! The Oni! The Guardians are here! What the... Ist Oni nicht eigentlich schon Dämon in sich? Ich weiß es nicht. Schreibt uns in die Kommentare. Miu. Ich dachte, Gia. Hast du nicht am Anfang von chinesischen Menschen erzählt? Oh. Okay. Hängen wir jetzt wieder von der Decke? Das wäre sehr lustig. Ja, na klar. Also warum hängen wir andersrum? Weil die Haare so lustig springen. Ach, Mensch, Leute. Das ist schon wieder diese Befreiungsszene. Ja, aber diesmal haben wir kein Feuer. Zieht sie jetzt den Haken aus der Decke? Ehrlich? Ja. Okay, mal sehen. Wenn sie mit ihrem ganzen Körpergewicht dranhängen. Sagen wir mal 45, 50 Kilo. Ja. Dann hat sie jetzt also so viel Kraft aufgewandt. Was ist hier? Da sind sogar die Gedärme draußen. Ja. Jetzt verstehe ich die 18. Mittlerweile ist mir auch klar, warum das Spiel ab 18 ist. Scheiße. Ich war aber jedenfalls ziemlich erstaunt damals gewesen, als ich von Amazon kam. Ich hatte es ja vorbestellt gehabt, ewig, und musste jetzt aber keine 5 Euro extra Versandkosten zahlen. Ja. Und ich dann meinen Personalausweis halt vorzeigen musste, ne? Dann ja, Postident-Verfahren hier. Okay, das sieht nicht so ganz menschlich aus, oder? Nö. Onis, Dämon. Wann hast du gesagt, ist Schluss? Was? Die Folge? Jetzt. Cool. Fällt mir gerade auf. Er hat aber auch ein paar Upgrades auf seinen Waffen. Hallo. Und wie es im Kloster weitergeht? Nächste Folge. Genau, mit Nick. Tschüss. Tschüss.